Hallo, ich mache meine tägliche 9-Loch-Runde hier in dem wunderschönen Golfclub Lüttetsburg. Die Sonne geht jetzt runter. Ich möchte dir etwas erzählen, was ich glaube wichtig ist für dein kurzes Spiel. Ich werde jetzt einen kurzen Chip machen, einen etwas längeren Pitch, aber bei beiden Bewegungen, bei beiden Techniken gibt es etwas, was immer gleich ist. Das macht die ganze Sache unkomplizierter und einfacher. So, erstmal ein, oh, was sind das, 17 Meter Chip. Ich habe hier ein Sandwich in der Hand. Der Ball muss ein bisschen fliegen und ich zeige dir gleich, was ich meine. Geh rein. Was mir hilft und was meinen Schülern sehr hilft, ist ganz einfach zu versuchen, eine Verbindung, eine gerade Linie Verbindung zwischen Ball, Hände, Brust, Mitte und Nase zu bekommen. Es muss nicht perfekt sein, aber versuch so diese Linie so gerade wie möglich zu haben. Was man oft sieht, ist dieses hier bei Golfern, die heben wollen. Dann hat man oft die Hände sehr weit vorne bei Golfern, die den Ball und dann den Boden treffen wollen. Ach, verschiedene Varianten. Und dann die Kopfposition ist oft in diese Position sehr weit hinten. Und was das verursacht, ist sehr oft Boden zuerst treffe oder gar kein Boden. So, wenn diese Verbindung, diese Linie bei dir auch so gerade wie möglich ist und damit du davon profitieren kannst, mache Folgendes. Nehme mal den Stand ein. Wenn es geht, die Füße immer relativ eng zusammen. Halte den Schläger mit einem guten Griff vor dir. Schau mal, dass die Hände genau vor dem Bauch sind und natürlich, dass die Schulter auf eine Höhe sind. Und dann von dieser Position bück dich nach vorne, lass die Arme runter, bis der Schläger auf dem Boden liegt. Du möchtest auch gucken, dass der Schaft dabei so gerade wie möglich. Wenn der Schaft ein bisschen sich nach vorne lehnt, ist es natürlich okay, aber bitte nicht zu viel. Okay, dann gehst du zum Ball. Mein Ball liegt in der Mitte meiner Füße oder leicht links von der Mitte, ganz leicht vorne, aber in der Mitte geht immer. So, wieder Hände vor meinem Bauch, ich bück mich nach vorne, lass die Arme runter und ich hebe immer meine Hände ein bisschen, weil ich beim kurzen Spiel so nah wie möglich am Ball stehen möchte, bei diesen kurzen Chips. Und jetzt habe ich eine Linie Ball, Hände, Brust, Mitte, Kopf. Bitte ist es auch wichtig, dass du den Kopf nach vorne beugst, so und nicht so gucken oder so. Okay. So, jetzt schaue ich, dass ich meine Oberarme am Körper lasse und ich drehe mich in beide Richtungen und merke, wenn ich diese gerade Linie habe, dass ich den Boden nur streichele und dass der Schläger nicht hängen bleibt. Okay, so wenn du das für deine gesamte Kurzspiel, auch wenn du Pitches machst, wenn du ein bisschen weiter ausholen möchtest, das ist alles diese ganz kurze Dinge unter 30 Meter. Gucke, dass du diese gerade Linie hast und du wirst ein viel besseres Treffen haben. Falls du Abonnent vom Golfen mit Freude bist, vielen Dank. Tschüss.